Hallo liebe Pflanzenfreunde, ich habe heute was richtig Cooles für euch und zwar eine neue Sorte Thuja occidentalis. Dark Embers. Der ist entwickelt worden aus dem Smaragd. Er ist dunkler in der Nadel, wächst sehr kompakt, hat einen orangefarbenen Austrieb und ist in fast allen Sorten bei uns erhältlich. So, jetzt gucken wir uns mal die Thuja genau an. Und Sünke, was zeichnet die Thuja denn aus? Ja, die Thuja zeichnet sich aus durch die schuppenförmigen Nadeln, die sie schön aufbaut. Sie hat einen Jahreszuwachs von 15 cm ungefähr. Ist schön kompakt, ist absolut top. Und wenn du hier oben stehst, stellst du fest, dass sie auch einen schönen Duft verbreitet. Ja, hat sie auch. So, und jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Größen, die wir haben. Und zwar einmal diese Mini-Pflanze hier, einmal im 30er, 40er und die Meter 25er, die Meter 50er und die 175er Größen. In absolut kompakter Wuchsform, super mit Ballen, jetzt bestellbar bei pflanzmich.de.